Fortschritt. Natur zu Mensch. Mensch zu Maschine. Der Weg in die Zukunft. Oscorp. Oscorp entwickelt sich stetig weiter und innovative Technologie braucht eine führende Hand. Unter Leitung von Dr. Alistair Smythe sind Verbesserung und Sicherheit des menschlichen Lebens unser Ziel. Seine Kenntnisse der Nanotechnologie und Nanorobotik führen Oscorp Industries in eine strahlende, bessere Zukunft. Nanobots, was ist das? Sie kennen Roboter. Stellen Sie sich 400 vor auf einem 10-Cent-Stück. Eine winzige Armee, die auf molekularer Ebene arbeitet. Ihre Größe ist ihre Stärke und ihr Potenzial grenzenlos. Unter der Führung von Dr. Alistair Smythe beginnt eine neue Ära des Fortschritts für Oscorp und die Menschheit. Oscorp, eine neue Firma, deren Namen Sie vertrauen. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Projekt von mir. Ich bin's, Lubu, oder auch gerne mal Vladimir genannt, denn das ist mein realer Name. Und begrüße euch, wie schon gerade eben gesagt, zu The Amazing Spider-Man. Es geht endlich los. Ja, der Netzschwinger ist zurück mit seinem neuen Abenteuer, der epilogische Epilog zu dem gleichnamigen Film. Endlich für den PC erhältlich. Ich habe es mir direkt geholt und freue mich so sehr auf das Abenteuer. Es tut mir leid, dass es ein bisschen verspätet ankommt, aber besser später als nie. Ich gehe direkt mal in die Einstellungen, weil ich etwas ändern will. Zumal will ich mal schnell die Musik, die Effekte und die Sprache runterstellen. Dafür mal. Okay, die Musik können wir vielleicht noch einen Tick. So. Denn Musik ist Nebensache. Gut. Untertitel will ich natürlich einhaben, weil ich immer mit Untertitel spiele. Es ist auch viel geiler mit Untertitel. Steuerung brauchen wir eigentlich nicht, aber die Helligkeit noch ein bisschen anpassen. Was? Verschiebe den Regler, bis du das Spider-Man-Logo gerade noch erkennen kannst. Kann ich gerade noch erkennen, aber da gerne mal, wie jeder andere weiß, Fraps die Aufnahmen ein bisschen dunkler macht, ein bisschen verdunkelt, will ich mal die Helligkeit einen kleinen Tick höher stellen, damit man auch alles wunderbar sieht. So, das müsste, glaube ich, reichen. Ja, Spider-Man, The Amazing Spider-Man, jetzt hier bei mir, mit mir, voller Leidenschaft natürlich. Ich freue mich derbe darauf, denn dieses Spiel ist grandios. Es ist einfach, wow. Ich habe mir extra keine Let's Plays angeschaut auf YouTube, weil ich wollte mir den Spaß nicht verderben. Ich wollte das Ding selber live zocken, zusammen mit euch. Und ich hoffe, du, ja gerade du, der vorm Rechner sitzt, mitschaut, mitkommentiert, Daumen hoch gibt und natürlich auf jede weitere Minute mit mir zusammen sich freut. Also, ohne langes Gerede geht's auch direkt jetzt los ins Spiel. Wir starten und wir wählen uns erstmal eine Schwierigkeitsgrad aus. Eine Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad, so. Oh, der Ausländer wieder. Schon die ersten Fails, aber das soll uns nicht stören. Wir haben hier Auswahl zwischen Mensch, Held und Superheld. Mach dich mit den Grundlagen des Spiels vertraut und konzentriere dich auf ganz auf die Action, egal für Anfänger und Gelegenheitsspieler. Überwinde die neueste Gefahr für Spider-Man mit einem außergewöhnlichen Spielstil und aus Action und Tarnung für erfahrene Spieler. Das bin ja wohl ich. Nutze Tarnung und Gefahr zu überleben wie ein echter Superheld, nur für Hardcore-Spieler. Das bin ich nicht, denn ich bin nur ein Held. Es tut mir leid, aber so ist es. Wir beginnen damit.
Und mein Handy hat direkt schon den ersten Sound abgegeben, was es nicht sollte. Bärlein Psychiatrie. Was machst du denn hier? Ich hole sie aus diesem Irrenhaus raus. Aber du hast mich hier reingebracht. Und aus gutem Grund. Es ist verrückt, ich weiß. Aber uns läuft die Zeit davon, Connors. Etwas Schlimmes ist passiert. Etwas wirklich Schlimmes. Ich habe den Film persönlich selber noch nicht gesehen. Bitte nicht spoilern, was mit dem Film oder mit dem Spiel zu tun hat. Da wäre ich euch sehr dankbar dafür. Kapitel 01. Oscorp ist ihr Freund. Es ist ein paar Monate her, dass der Wissenschaftler Kurt Connors die Echse auf die Bürger von New York City losgelassen hat. Oscorp in den Augen der Öffentlichkeit vollkommen unschuldig an dem Zwischenfall, unterstützt mittlerweile die Taten ihres neuen Top-Wissenschaftlers Alistair Smythe. 5 Minuten vor dem Zwischenfall. Fortschritt. Hey, du. Hey! Danke fürs Mitkommen, Pete. Das ist mutig. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Nach Feierabend darf ich hier nicht mehr rein. Hoffentlich wird das besser als mein erster Besuch. Das war nicht schön. Keine Sorge. Wir sehen uns nur ein bisschen um. Abends gehen hier merkwürdige Dinge vor sich. Dinge, die Dr. Smythe beenden will. Er ist kein schlechter Mensch. Er will diese Firma verändern. Ja, das kenne ich aus dem Video. Also, was ist faulig im Staate Oscorp? Ich glaube, sie setzen Dr. Connors Arbeit fort. Versuche zur Artenkreuzung. Komm schon. Moment. Etwa noch mehr Echsen? Noch mehr von allem. Ich weiß nicht genau, aber wir finden es heraus. Oscorp verfügt über das Wissen und die Mittel. Warum sollte man das nicht zum Guten nutzen? Deshalb bin ich hier. Dr. Smythe will etwas ändern. Ich weiß. Seine brillante Forschung läutet eine neue Ära für die Menschheit ein. Aha. Okay. Warte mal kurz. Fortschritt. Natur zu Mensch. Mensch zu Mensch. Wow. Der Weg in die Zukunft. Zumindest sind wir hier draußen sicher. Wir kommen eh nie rein. Wir sind drin. Halt den Kopf unten. Ach, die dürfen uns nicht sehen, oder wie? Unter Leitung von Dr. Alistair. Wow! Sieh dir das an! Wow! Ich kannte Dr. Smythe ja als den Nanobot-Typen. Aber der hat ja auch große Roboter. Nicht zu fassen, dass du jeden Tag damit spielen darfst. Das wird nie langweilig. Boah, das ist hier schon wirklich sehr extrem. Also würde meine... Wow, was ist das? Oh mein Gott! Das könnte beweisen, dass sie Connors Arbeit fortsetzen. Wow. Sollten Sie nicht richtig sedieren? Warum kann er sich noch so aufführen? Tut mir leid, ich habe ihm alles gegeben, was wir hatten. Geht es allen gut? Gwen, alles okay? Ja, danke, Dr. Smythe. Hey, ihr zwei habt eine Menge Ärger. Was habt ihr hier verloren? Ist schon gut, sie gehören zu mir. Was hast du hier verloren, Gwen? Du weißt, dass du hier nach Feierabend nicht rein darfst. Schon gar nicht mit Gästen. Dr. Smythe, es tut mir unendlich leid. Das ist mein Freund, Peter Parker. Peter Parker. Ich habe von dir gehört. Und ich habe heute viel von ihm gehört. Also, warum seid ihr hier? Oh, das ist meine Schuld, Doc. Es ist wirklich erstaunlich, was sie aus Oscorp gemacht haben. Als ich von ihren Veränderungen gehört habe... Nanobots und so. Musste ich es mir ansehen. Connors, nicht wahr? Komisch, dich hier zu sehen, während ich versuche, diese Artenkreuzungen loszuwerden. Das war also eine Artenkreuzung? Sie haben versprochen, dass Connors Arbeit beendet ist. Wie viele gibt es hier noch? Es stimmt, Gwen. Die Experimente wurden beendet, nur später als erhofft. Wir machen keine Menschen mehr zu Tieren wie Connors. Aber das passiert, wenn Tiere eine ordentliche Dosis menschlicher DNA bekommen. Kommt, folgt mir. Ich vertraue darauf, dass ihr alles, was ihr seht... Aber natürlich. Diese Lücken sind versiegelt. Holy shit. Hallo, Officer. Ist das ein Affe? Noch eine dieser Artenkreuzungen? Das ist verrückt. Die Echse hat beinahe die Stadt zerstört. Wer würde diese Dinger weiter erschaffen wollen? Es braucht Zeit, die Ethik einer ganzen Firma zu ändern.
Einige Wissenschaftler meinen, diese armen Kreaturen hätten ihren Nutzen, aber den Streit haben sie verloren. Heute Nacht verschwinden diese Artenkreuzungen. Wir schicken sie zur sicheren Entsorgung ins Biolabor. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hat das Ding schon was gegessen? Ich hoffe natürlich nicht. Es sieht immer so aus. Connors Werk wurde weiter vorangetrieben, als wir dachten. Wow. Die Spezies in diesem Raum sind überaus gefährlich und höchst ansteckend. Deshalb die Eindämmung. Das sieht aus wie so eine Kreuzung aus einer Ratte, einem Affen und einer Echse. Direkter Kontakt führt zur Infektion. Infektion führt zum Tod oder zur DNA-Vermengung. Ich will, dass du ein Mensch bleibst, Parker. Ja. Gehen wir weiter. Gibt es ein Heilmittel? Nun, für diese Dinger nicht. Sie waren aber auch nie menschlich. Sie stammen aus einer Petrischale. Und für die Infizierten leider auch nicht. Die Entwicklung eines Gegenmittels blieb bisher erfolglos. Haltet mich nicht für grausam, aber ihr müsst wissen, dieses Ding ist die reinste Plage. Es waren Kreaturen wie diese, die Europa mit der Pest niedergestreckt haben. Ist schon erstaunlich, was es mittlerweile... Wow. Ich meine, so Artenkreuzung ist, denke ich mal, schon machbar. Vielleicht. Gibt es eigentlich nur in der Nähe anderer, ich meine... Gut aussehende Typen wie mich? Ich bin's gewohnt. Biologische Wesen sind unberechenbar. Roboter nicht. Ich habe gern die Kontrolle. Unberechenbar, was? Was ist das? Ein Leguan? Das ist der merkwürdigste Bürorundgang aller Zeiten. So sehe ich das auch. Keine Sorge, Parker. Wir sind gleich Reptile am Reptile aus Mortal Kombat. Ich hab's erkannt. Sofort. Dass du es lieben. Easter Egg. Dr. Smythe, jemand mit Sonderfreigabe müsste mir helfen, das in Sektor B zu bringen. Dafür habe ich keine Zeit. Gwen, es ist wohl doch gut, dass du hier bist. Kümmere dich bitte um diesen bürokratischen Mumpitz als kleine Strafe für den Einbruch. Hilf ihm und komm nach, wenn du fertig bist. Doktor, ich gehe lieber mit. Damit sie nicht gefressen wird. Ich verstehe. Die Bestie ist von Schönheit ebenso verzaubert wie der Mensch. Wir sehen uns später im Labor und kein Rundgang. Das ist ein Befehl, Miss Stacy. Sicher, Dr. Smythe. Komm schon, Pete. War nett mit Ihnen, Doktor? Ebenso, Parker. Oh, das... Ist das... Das soll wohl ein Witz sein. Das geht jetzt ein bisschen zu weit, oder nicht? Es ist ein schreckliches Erbe. Aber Dr. Smythe sagt, wir lassen es hinter uns. Oha. Ich glaube ihm. Oha. Was zum... Ich hab gar nichts. Ich hab nichts gemacht. Peter, ich glaube, es spürt dein Blut. Es weiß... Oh mein Gott! Es bricht aus! Es bricht aus! Das ist meine Schuld. Ich hab dich hergebracht. Aber ich kann helfen. Hallo, Leute, mach doch mal was. Oh mein Gott, er bricht gleich wirklich aus. Dann ist Feierabend hier im Gelände. Oh, langsam wird's knapp. Tut mir leid, du musst den Bereich verlassen. Ich lass dich nicht allein. Dr. Connors hat es angefangen. Ich bringe es zu Ende. Oh Gott, da ist jemand ausgebrochen. Bitte, du kannst nicht helfen. Jemand anders kann. Oh Gott, die Ratte. Ich muss das sofort aufhalten. Was tun wir jetzt? Notfallabschaltung. Die Roboter übernehmen jetzt. Was tust du da? Gwen! Nein! Komm, verschwinde, Mädchen. Geh weg. Nein, das darf nicht passieren. Nein, 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 Gwen. Sieh mich an, Gwen. Du bist hässlich. Nein, wie öffnet man das Ding? Nein. Nein, nein. Ach du Scheiße. What the, hä? Okay. Wir sind umgezogen? What the fuck? So, Netzsprint. Hab dich. So, und wir sind live im Spiel dabei. Charakterbiografie freigeschaltet. Gwen, geht's dir gut? Ich. Mir geht's gut. Bring mich zum Quarantänebereich. Von dort aus kann ich dir helfen, die anderen Wissenschaftler zu retten. Diese Roboter sehen aus, als wollten sie mich fressen. Die Programmierung soll uns vor Artenkreuzungen schützen. Und du bist irgendwie auch eine... Ja, du solltest aufpassen, Pete. Natürlich passe ich auf.
Ich bin immer noch so schockiert, woher er überhaupt den Anzug hatte. Oh mein Gott! Und weg damit! Gar nicht hier lang, glaube ich. Kannst du nicht drüber schwingen? Halten, um Netzschwung auszuführen. Unser erster Netzschwung im Spiel. Dafür gibt es natürlich kein Achievement. Schade aber auch. Und wenn diese Dinge aus. Ach, das ist doch dieses Rhinoceros von vorhin. Hoppa, hopp und rüber. Perfekt. Mehr Roboter. Das sind doch nur drei. Muss mich denn jeder Roboter okay, machen wir vier. Oder obwohl immer noch drei. So, live in action. Ich habe schon gehört, dass das Kampfsystem sehr von Batman abgeglichen sein soll. Also sehr identisch zumindest wie Batman. Und das finde ich ja mal sehr super, weil genauso mag ich es auch. Wir müssen hier raus. So, halten Netzsprintmodus. Das ist das hier. Da an die gelben Punkte kann ich anscheinend mich schwingen. Okay. Hier? Nein. Ach, da unten. Und dann hier hin. Ach, das ist doch dieser Skorpion-Typ, der Arsch. Dich kriege ich ja auch noch. Keine Sorge. So, jetzt sind wir, glaube ich, irgendwie im Kontrollzentrum. So sieht zumindest aus. Die Tür wurde versiegelt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Toll! Oscorps Sicherheitssystem. Die Quarantäne ist auf der anderen Seite. Bleib hier, Gwen. Ich komme dich holen. Gut, das Ding leuchtet, also müssen wir wahrscheinlich damit interagieren. Okay, und dann darüber. Da weiß ich auch schon wie. Moment. So. Und runter. Und durch. Ach, sind wir einfach nur geil. Und jetzt durch. Bevor das Ding wieder losgeht. Hier ist noch einer. Piu, 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 piu. Netz, Netz, Netz. Und durch. Und durch. Und durch. Wow. Lieber nochmal ein paar Netzpatronen reinpfeifen. Damit das Ding auch garantiert. So, hier ist wieder einer. Und der öffnet, nehme ich an, mal die Tür da hinten. Habe ich es mir doch gedacht. Mein Gott, ich kann in die Zukunft blicken. Und jetzt darüber. Hopp. Und darunter. Oh mein Gott, wir sind einfach nur... Oh, jetzt ein bisschen Splinter Cell Schacht Action. Ach, das gefällt mir. Das Spiel gefällt mir. Es... Wow. Oh, da sind ein paar Gegner mehr, als ich dachte. Aber die sind auch kein Problem für uns. Langsam, Kinder. Ah, okay, damit kann ich mich zurückziehen und dann aus der Luft angreifen. Oder aus der Dunkelheit, besser gesagt. Ich sollte öfters mal ausweichen. Oh, und die Kombos, es ist... Oh, let's play Spider-Man! Like a boss! So. Und dich auch noch. Kein Problem. Wie gefalle ich euch jetzt? Woo! Okay. Zurück. Und. Ach, hier waren wir doch. Moment, hier ist doch Gwen irgendwo, genau. Okay, Gwen. Ich bring dich in Sicherheit. Danke, Pete. Peter Parker. Und jetzt. Woo! So. Sind wir angekommen? Ich hab dich in Sicherheit gebracht. Ziel erfüllt, bringt Gwen in die Quarantäne. Ich muss dich holen, bevor alles außer Kontrolle gerät. Pete. Wir wissen beide, dass alles außer Kontrolle ist. Dr. Smythe hat sicher Antworten. Finde ihn. Ich versuch's, aber Gwen, ich muss es wissen. Was wird passieren? Mit dir? Ich weiß es nicht, aber es wird hässlich. Ich bin infiziert, Pete. Wie alle anderen. Erinnere dich an Connors. Das Ende ist unausweichlich. Aber was ist mit dem Gegenmittel? Es hat schon mal geholfen. Connors war einem älteren Stamm ausgesetzt. Damals war es kaum ein echtes Virus. Mittlerweile ist es mutiert. Es gibt einfach kein Gegenmittel. Und wenn ich die Artenkreuzungen aufhalte? Sie müssen aufgehalten werden. Aber selbst wenn das klappt, kann sich das Virus immer noch ausbreiten. Gwen, bleib ruhig. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas zustößt, okay? Wir schaffen das. Ich finde Dr. Smythe und die anderen. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Warte, Peter. Nimm das Osphon vom Tisch. Das was? So heißt das Oscorp-Telefon.
Es ist nur ein Prototyp, aber immerhin kann ich dich anrufen. Okay, ich bin so schnell wie möglich zurück. Ach, jetzt bekommen wir auch noch ein Telefon. Hoffentlich ein Samsung Galaxy S3. Auf das Handy zugreifen. Ah, okay, das sind quasi die Upgrades. Mitteilungen und also alle all-inclusive, sage ich jetzt einfach mal so, was man alles machen kann. Angriffsschaden, Überraschungsangriff, Kampfboost, Netzhüpfer. Haben ja super Namen der ganzen. Netzstärke, aha. Netzreichweite, Netzschnellfeuer, Wandexplosion, das hört sich doch mal cool an. Was ist das? Das ist der Spielfortschritt. Okay. Kann ich hier irgendwie speichern? Nö. Nicht. Gut. Oh, jetzt habe ich das Update vergessen. Mist. Machen wir gleich. 17 Stunden nach dem Zwischenfall. Ja, ich habe ihn und die anderen Wissenschaftler in die Quarantäne gebracht. Aber sie sind alle infiziert. Und die Artenkreuzungen? Wo sind sie? Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie sind entkommen. Naja, du hast mich erwischt, die Echse. Warum sollten diese Kreaturen so anders sein? Wenn sie nur wüssten. Hm. Okay. Und dieses Gekritzel an der Wand sagt mir eigentlich auch gar nichts. Egal. Spider-Man berichtet Connors, was vor ein paar Stunden passiert ist, als er versuchte, Artenkreuzungen zu bekämpfen und einzufangen, die in Manhattan frei rumlaufen. So schaut's aus. Wir machen mal weiter. Und sind auch in der Stadt. Manhattan, 4 Stunden nach dem Zwischenfall. Infizierte Bevölkerung 125. Und eine Aussicht, wo das Auge noch hinreicht. Wunderschön, vorm Oscorp-Gebäude. Und da sind wir, der Netzschwinger schlechthin, Spider-Man, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Hallihallo, herzlich willkommen zu The Amazing Spider-Man. Ich begrüße euch nochmal. Und ab geht's. So, wir können nett schwingen. Wow. Gwen, alles okay? Ich weiß nicht. Ich muss bei Aufkommen. Hoppala. Die Infektion darf nicht nach draußen gehen. Ah, oh, ist das geil. Dr. Smiles programmiert seine Roboter darauf, Artenkreuzungen zu fangen. Muss ich also vielleicht auch. Was ist das? Geh zum einen Epizentrum des Erdbebens. Spider-Man berichtet Connors, was vorhin verarscht. So, das hatten wir ja gerade eben. Wow, ich glaube, ich werde dieses Telefon nehmen. So, dieses Telefon ist natürlich schnieke, genauso wie, schaut es euch an. Wow, wunderschön das Spiel. Wirklich wunderschön. Kann man nicht meckern. Ich beende hier vorzeitig mal meinen Part und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten mit The Amazing Spider-Man. Ich ziehe mich nochmal kurz zurück. Hoppala. Irgendwo hin, wo ich mich zurückziehen kann vielleicht. Ah, Moment. Okay. Okay, das sah schon mal gut aus. Hoppala. Moment, ich will mal was testen. Oh yeah. So, mit einer wundervollen Aussicht auf Manhattan verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich bin's, euer Lubu, The Amazing Spider-Man. Es geht nun endlich los, das grandiose Let's Play von mir. Ich freue mich mehr als ihr, glaube ich mal, weil ich spiele es. Und wenn ihr schon mal gespielt habt, bitte nicht spoilern. Ich möchte alles blind erleben. Bis die Tage. Tschaußen, euer Lubu.